Ja. Wenig Stoff auf prominenten Leibern. Sitzt das Outfit auch richtig? Passen die Accessoires zur Klamotte? Und sind alle noch gut gelaunt? Für Richie Rich und Trevor Rains, die zwei Designer von Heatherette, bedeutet die Modenschau beim Liveball in Wien Höchstleistung. Dabei kam Richie erst einen Tag zuvor mit den letzten 200 Kleidern und seinen Promi-Models aus der Heimat New York eingeflogen. Mit dabei Popstar Maya und Porno-Queen Jenna Jameson. Der Flug war toll. Ja, super. Wir haben Karaoke gesungen und sind rumgehangen. Last dance, the last chance tonight. Ich bin mal kurze Zeit eingeschlafen und aufgewacht, als Champagnerflaschen über meinen Kopf flogen. Das war verrückt. Aber darum geht's bei Heatherette. Leben, lieben und die tollste Zeit überhaupt haben. Deswegen sind die Modenschauen von Heatherette gerade bei den Promis so beliebt. Lieblingsmodel Paris Hilton durfte diesmal leider nicht mit. Sie muss nächste Woche ihre Gefängnisstrafe antreten. Trevor, Richies Kollege, ist schon seit einer Woche in Wien, um die Show vorzubereiten. Diesen Nachmittag gibt's kein Ausruhen, es geht direkt an die Arbeit. Fittings und Proben. 2 Stunden später, hier im Wiener Rathaus, findet seit 15 Jahren der Liveball statt, Europas größte AIDS-Charity-Veranstaltung. Der Backstage-Bereich ist fest in Heatherette-Hand. Markenzeichen verrückt und wenig Stoff. Ich kann nicht sicher sein, dass es hält. Ich hoffe bloß, dass nichts rausrutscht. Man muss sich aufs Laufen konzentrieren. Und wenn dann noch was rausrutscht, hilft nichts. Unter insgesamt 600 Outfits das Richtige für die knapp 100 Models zu finden, ist gar nicht leicht, selbst mit so wenig Stoff. Ist es nicht komisch, so ein Outfit zu tragen? Nein, gar nicht. Man muss das locker sehen. Das unterscheidet die guten Models von den schlechten Models. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 17. Von Richie ist weit und breit noch keine Spur. Der taucht erst am Abend wieder auf, termingerecht zum Liveball vorglühen. Ich habe Trevor gerade gesagt, ich habe mein Gepäck verloren. Dann habe ich es gefunden. Dabei war es nur in einem anderen Zimmer. Weißt du, da waren Chanel-Stiefel drin. Ich dachte, die hätte sich jemand geschnappt. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Promi-Party-Chaos, das das Wiener Publikum am nächsten Tag erwartet. Denn da geht es allein im Backstage-Bereich schon hoch her. Nur noch 4 Stunden bis zur Show. Die No Angels sind gerade erst in Wien angekommen und haben noch kein passendes Outfit. Wir lieben sie. Sie sollen New York präsentieren. Das hier ist das Empire State Building. In unserem eigenen Style. Wir sind noch nicht fertig. Man muss schon sehr, sehr, sehr viel von sich selber zurückstecken, weil es geht nicht um sich selber präsentieren an vorderer Stelle, sondern einfach wirklich als Model zu agieren. Und wir sind da nicht die Einfachsten. Ab jetzt herrscht hinter den Kulissen Hochspannung, Schminken, Stylen und um 21.30 Uhr ist es soweit. Ob Trevor und Richie rechtzeitig fertig geworden sind? Die Modenschau beginnt. Vor 40.000 Zuschauern präsentiert Heatherette ihre Entwürfe. Etwa ein Viertel davon extra genäht auf eigene Kosten. Schließlich ist alles für den guten Zweck. So eine Stimmung wie beim Liveball sind selbst applausverwöhnte Promis wie Stargast Sharon Stone nicht gewöhnt. Sharon, wie hat Ihnen die Show gefallen? Toll. Ich wollte gar nicht mehr runter vom Laufsteg. Es hat so Spaß gemacht. Es war fantastisch. Jeder hatte viel Spaß. Das Publikum war großartig, die Musik super, die Klamotten irre. Es war total verrückt. Wie Trevor die Sachen gemixt hat. Er war die ganze Woche schon da und hat es toll gemacht. Ich hoffe, dass alle meine Freunde und alle, die an AIDS gestorben sind, auf uns runtergucken und Spaß hatten. Eine Woche Vorbereitungen für nur etwa 15 Minuten Show. Aber allein letztes Jahr kamen über 1 Million Euro an Spenden zusammen. Für Trevor und Richie hat sich der Ausflug nach Wien gelohnt.